Planet Crafter wurde mir bei Steam empfohlen, weil ich gerne Satisfactory spiele. Ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen, bei nur knapp 1000 Stunden Spielzeit. Und dann wollen wir mal gucken, wie ähnlich das dem Ganzen ist. Von den Screenshots her, es war eine gewisse Ähnlichkeit erkennbar. Schauen wir doch mal rein. Ja, da bin ich mal vollkommen reingeschmissen worden in das Spiel. Kein Tutorial besetzt, kein gar nichts. Ui, hier sieht es ja aus wie auf dem Mars, ne? Boah, die Steuerung mit der Maus ist aber etwas... Ne, da muss ich auch mal gucken, ob ich die Mausempfindlichkeit weiter einstellen kann. Das ist ja sehr... So, nachdem ich jetzt die Mausempfindlichkeit von 3% auf 50 erhöht habe, ja, geht's voran und, ja, was mache ich jetzt? Ich muss einen Rucksack herstellen, ich muss ihn ausrüsten, Sauerstofftank herstellen und ausrüsten und eine Mikrochip-Konstruktion herstellen. Aber auch da gilt, das Spiel schmeißt einen hier rein, ohne dass man weiß, was man hier machen soll. Kobalt! Na super, jetzt willst auch noch du. Köl. Okay. Da bin ich wieder zurück. Nachricht lesen. Ja. Erzeuge dazu Sauerstoff, Hitze und Luftdruck. Erreiche zuerst 175.000 TI, was immer das auch ist, und erschaffe eine blaue Atmosphäre. Okay, nächster Versuch. Ah, hier können wir was herstellen. Okay, Sauerstoffkapsel, Wasserflasche. Mikrochip-Konstruktion, Dekonstruktion, Taschenlampe, Rucksack, da brauche ich Eisen für. Und für den Sauerstofftank Kobalt. Ja, da gehen wir doch jetzt mal hier weiter reingucken. Also, mal sehen, unten links ist meine Anzeige. So, Kobalt. Mist, was braucht die nochmal? Eis? Nee, ich brauch Eisen. Ich sammle jetzt einfach mal alles ein, was mir in die Finger kommt. Hier ist Eisen. Jetzt aber auch nicht die Anzeige unten vernachlässigen. Dann haben wir Kobalt. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was mir... Oh, Sauerstoff. Mal sehen, kann ich denn jetzt hier... Oh. Jetzt aber schnell zurück in die Kapsel, sonst ist gleich wieder duster hier. Ja, tatsächlich Sauerstoff. Ah, ich habe eine Lagerkiste. Mensch, warum gucke ich mich denn nicht eher um? Ja, schön, dass ein das Tutorial auch da so an die Hand nimmt und einmal gar nichts sagt. Also, was muss ich herstellen? Was war das? Rucksack. Eisen. Haben wir hier Eisen in der Kiste. Sinetium, Eis. Ach, das ist mein Inventar. Entschuldigung. Ja, 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 ich bin ja noch dabei und finde mich hier rein. So, was brauche ich noch? Sauerstofftank. Was brauche ich für den Sauerstofftank? Auch noch Eisen. Und Magnesium. Gut, also Eisen, Magnesium. Also, ich stelle ja einen Rucksack. Er erhöht die Inventargröße. Wer hätte es gedacht? Ja, und wie komme ich jetzt an meinen Tabulator, wie eigentlich so oft üblich. Angelegt, zack, Inventargröße. Boah, ich bin begeistert. So, Sauerstofftank. Kann ich den schon herstellen? Sauerstofftank? Kann ich. Okay. Ausrüsten. Erhöht die Sauerstoffkapazität. Auch schon mal gut. Eine Mikrochip-Konstruktion. Da war ich noch zweimal Magnesium für. Okay. Ein Wohnabteil. Ich kann ein Wohnabteil herstellen. Wie geil ist das denn? Aber wo kann ich denn hier ein Wohnabteil herstellen? Das wird er mir vielleicht gleich noch sagen. Wohnabteil, Wohnabteiltür. Nachricht? Ne, die können wir von gerade noch. Scrollen kann ich hier auch nicht. Okay, Wasserflaschen und Sauerstoff. Hatte ich nicht eigentlich gerade... Achso, der Sauerstofftank, der sorgt ja nur dafür, dass ich einfach mehr Sauerstoff habe. Ich weiß nicht, ob ich den auffüllen kann. Achso, Terraforming Index, das ist dieses TI da oben. Okay. So. Also, vielleicht kann ich auch mit der Mikrochip-Konstruktion Dekonstruktion. So. Wollen wir jetzt mit der ausrüsten. Ah, Strukturen bauen zu können. Ja, das sieht doch gut aus. Das gefällt mir doch. Wie kann ich denn jetzt Strukturen bauen?
Okay. Ich kann hier da am Werkzeug was durchschalten. Aber wie um alles in der Welt kann ich Strukturen bauen? Hier nicht. Stand da gerade irgendwo, wo ich das... Nope. Wasser? Brauche ich Wasser? Muss ich Eis schmelzen? Ah, ich kann es fallen lassen. Okay. Wie zum... Ich muss mal einmal kurz gucken, ob ich in der Steuerung was übersehen habe. Ah, mit Q kann man was bauen. Eisen, Eisen, Titan. Ich glaube, das habe ich schon, ne? Eisen, Eisen, Titan. Q. Wohnabteil. Ah ja, okay, hier ist grün, da ist nicht grün. Ich das, ja, komm, ich stelle es mal dahin, wo grün ist. Herstellen, Wohnabteil, Tür 1. Wohnabteil, Tür... Eisen. Natürlich brauche ich noch Eisen dafür. Mich irritiert gerade ein bisschen, dass Wasser so zur Neige geht. Was mache ich denn mit Wasser? So, Eisen. Da hat mir bislang nur gesagt, was ich herstellen soll. Komm, machen wir die Tür mal hier rein. Boah. Cool. Zack. So, hier füllt sich Sauerstoff auf. Das ist ja schon mal etwas. Bohrer, Windkraftanlage. Ja, guck mal, jetzt geht's aber hier voran. Oh, was brauche ich denn für den Bohrer? Und ist hier auch eine Herstellkonsole? Nein, hier ist keine Konsole zum Herstellen. Okay, die ist dann nur hier. Kann ich hier den... Nein, auch nicht. Okay. Also ist Bohrer wieder was Größeres. Den machen wir jetzt erstmal hier. Wo ist er denn? Bohrer, Titan und Eisen. Habe ich nie sogar... Nö. Ich hätte schwören können, ich hätte noch Titan und Eisen. Das mit dem Wasser, das irritiert mich total. Kann ich hier vielleicht im Inventar einen Rechtsklick machen? Nee, auch nicht, weil Eis würde ich ja schon gerne einfach mal... Ja, nicht genügend Energie, danke. Also. Platzieren wir den Bohrer doch mal hier. Mal gucken, was passiert. Eine Heizung, wie schön. Ich erstelle... Muss ich jetzt irgendwie einschalten? Luftdruck... Energie. Hm. Macht der jetzt schon irgendwas? Ich weiß es nicht. Mein Sauerstoffgehalt. So. Okay, eine Windkraftanlage. Was brauchen wir denn für Windkraft? Nur Eisen. Okay. Ha, Windkraft erzeugt Energie, die alle Maschinen antreibt. Okay, okay, okay. Also, es ist ja hier noch Magnesium. Noch ein bisschen, ja, Early Access und Demo. Hm, mal gucken, Windkraft, gibt es irgendwelche Faktoren, die das beeinflussen? Hm, es ist grün. So. Ups, Entschuldigung. Strom ist da, Bohrer ist da. Ah, ja. So, Luftdruck. Macht sich das jetzt hier positiv auf unseren Sauerstoffgehalt aus? Macht sich das auswirksam? Genau. Macht sich das auswirksam? Ich weiß es noch nicht. So, Bildschirmterraformation herstellen. Erstmal wieder ein bisschen Sauerstoff tanken. Was ist denn der Bildschirm? Einmal Eisen noch. Jawohl. Einmal Eisen. Wo haben wir denn Eisen hier? Eis. Mich irritiert es gerade immer noch ein bisschen, dass ich nicht weiß, wie ich was zu trinken herstellen soll. So, Bildschirmterraformation. Wo packe ich die denn hin? Kommt der draußen hin oder kommt der nach innen? Zeigt Informationen. Mal sehen, kann ich den auch hier drin? Ich kann den hier drin aufhängen. Das ist doch schon mal gut. Der ist auch, glaube ich, wirklich nur für drinnen, oder? Oder kann ich den auch hier draußen an die Wand räumeln? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann kommt er mal schön nach drinnen. Hm, wo wollen wir denn hin haben? Ah, komm, da ich ja nicht weiß, was hier noch passiert. Fahren wir ganz nach links. Aha. Sauerstoff, Wärme, Luftdruck, Terraforming. Oh, Terraforming 16 Ti. Cool, cool. Bildschirmbaupläne. Eisen und Silizium. Zeigt Informationen über neue Baupläne und wie man sie freischaltet. Sehr gut. Dann bilden wir es ein, aber jetzt gerade ein bisschen ungemütlicher. So, Eisen und Silizium. Also Titan, aber können wir trotzdem brauchen. Was habe ich denn hier noch? Kobalt, Magnesium, Eis, 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 Kobalt. Nee, ich brauche Eisen und Silizium. Führt kein Weg dran vorbei. Kobalt, Eis.
Silizium. Ich will hoffen, dass ich jetzt auch gleich endlich mal was freischalten kann, was mir Sauerstoff bringt. Also nicht Sauerstoff, hier Wasser. Damit ich mal wieder was trinken kann. So. Also. Bildschirmbaupläne ist natürlich ist der etwas größer oder was? Hä? Hier geht's und da nicht. Wie hätten sie es denn jetzt gerne? Ich hab Fragen. Muss ich den hier draußen aufstellen? Sieht ja fast so aus. Okay, dann kommt er immer schön neben den Eingang. Ja, ja. Interface-Anzeige. Boah. Alter Verwalter. Okay. Achso, das ist einfach nur die Finde Bauplan, Mikrochips und entschlüsse sie hier. Entschlüssele sie hier. Okay. Fortgeschritten. Ja. Sonnenkollektoren, Rucksack, Sonnenkollektoren. Heizung ist immer gut. Lass mich widmen. Jetzt sind es aber wirklich dunkel hier, ne? Oder bin ich gerade schon wieder verdurstet, verhungert? Nö, sieht nicht so aus, ne? Gott, was ist denn? Da kreucht doch was. Da hat sich doch gerade was bewegt. Okay, ich will es nicht wissen. Oh, jetzt ist doch noch dunkel hier drin. So, was brauchen wir? Heizung. T1. Was brauchen wir für eine Heizung? Erzeugt Wärme. Wer hätte es gedacht? Iridium, Eisen und Silizium. Iridium? Haben wir schon irgendwo hier Iridium gesehen? Und jetzt mal ganz ehrlich, kann ich hier denn irgendwo... Weil hier ist ja meine Lagerkiste. Soweit sehen wir schon, ne? Aber kann ich denn hier irgendwo vielleicht das Eisen schmelzen? Habe ich irgendwas verpasst? Nochmal gucken. Sauerstoff. Wasserflasche. Ach, Wasserflasche. Okay, ich hab was verpasst. Alles klar. Ich hab die gerade nicht registriert, die Wasserflasche. Typisch, typisch, typisch. Okay. Zweimal Wasserflasche sollte erstmal reichen. So, wo um alles in der Welt finde ich denn hier... Oh, ich kann mich nicht bringen. Wo um alles in der Welt finde ich mehr Iridium? Hoppla! Was passiert denn hier gerade? Da ist gerade irgendwas eingeschlagen. Hier schlägt auch noch mehr ein. Ja, ich gehe lieber in Sicherheit, ne? Erschaffe einen blauen Himmel. 100. Okay. Ich hab Angst. Was passiert hier gerade? Das sind ja eigentlich so Sachen, die ich ja so überhaupt nicht mag bei Spielen, wenn man immer so fürchterlich übertrieben auf alles achten muss. Ich weiß, es ist ein Survival-Spiel. Oh, Magnesium. Oder? Ja, Magnesium. Ich weiß, es ist ein Survival-Spiel und das ist Sinn und Zweck der Sache. Aber diese ganze Sammelei... Aber es ist so ein bisschen so wie bei Subnautica und so. Da fand ich das ja auch so fürchterlich. Ach Mist, ich dachte, ich hätte Iridium gefunden. Das sah auch so schnuckelig aus hier. Aber okay. Nee, das finde ich aber auch so bei Subnautica zum Beispiel nicht ganz so gut. Dass man dann immer auf alles gleich hier achten muss. Und was ich hier auch ganz fürchterlich finde, dass es keinen Indikator gibt, wo die Basis ist. Das würde ich mir jetzt einfach wünschen. Wenn man jetzt hier unterwegs ist, dass man dann einfach mal so einen Indikator hat. Wie jetzt, ich bin ein bisschen verwöhnt. Ich meine, er hat es mir auch angeboten oder angepriesen als Alternative, wie bei Satisfactory, dass man wenigstens ansatzweise sieht, wo jetzt die Basis ist. No? Man braucht ja nur, ich muss ja noch nicht mal ein richtiger Kompass sein, sondern wirklich einfach nur irgendwas, wo dann steht, da ist dein Schiff. Zum Beispiel.
So. Wir basteln uns eine Taschenlampe. Basteln wir uns nicht? Ich hätte schon gar nicht, ich habe Silizium eingesammelt. Okay, nehmen wir Titan. Nachdem ich jetzt hier schon eine gute Dreiviertelstunde im Spiel bin und eigentlich die gefühlt letzte halbe Stunde damit verbringe, ihr Iridium zu suchen, werde ich mir jetzt mal die Sauerstoffflaschen vollpacken. Wenn das jetzt Iridium gewesen wäre, hätte ich aber hier... So, super. Inventar voll. Werde ich mir jetzt mal hier das Inventar ein bisschen voll mit Sauerstoffflaschen machen. Ich würde gerne da oben ist ja ein Wrack irgendwo, habe ich vorhin gesehen. Ne? Da würde ich ja eigentlich gerne mal hingehen. Mal sehen, da oben, da ist ja ein Wrack. Ob da jetzt Iridium drin ist oder ob Iridium jetzt nur abgebaut werden kann, weil ich habe ja hier auch ein Dekonstruktions... Teil. So, und dann geht's gleich auf die große Reise zum Wrack. Und wenn wir da nicht ankommen, dann ist es mir so egal. Dann bin ich erstmal fertig mit dem Spiel für heute. So, kann noch mehr herstellen? Nein. So, dann drücken uns mal gegenseitig die Daumen. Ich habe zweimal Wasser, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Sauerstoff. Und jetzt startet die Expedition ins Ungewisse. Und lassen wir uns überraschen, was jetzt passiert. Jetzt wird es interessant, vor allem da ist ja das Wrack. Bietet das Wrack auch gleichzeitig Sauerstoff? Eisen? Ne, ich gehe jetzt erstmal zum Wrack. Das ist mir dann doch sicherer. Oder kann ich hier irgendwas machen? Hier schon? Dekonstruieren? Ne, sieht nicht so aus. Jo, ich gehe mal zum Wrack, habe ich gesagt. Steuerung, wenn du dabei bist, ich bin es auch. Ich brauche schon wieder Sauerstoff. Ist hier zufällig Sauerstoff drin? Hat hier einer Sauerstoff für mich? Nö, sieht nicht so aus. Alter Verwalter. Oder? Ne, sieht nicht so aus, als gäbe es hier drin Sauerstoff. Ne? Ach, Taschenlampe, gut, dass ich die ausgerüstet habe. Aber ich kann hier auch irgendwie nichts. Okay, Trümmer zerlegen. Ist ja schon mal etwas. Eine Lagerkiste zerlegen möchte, ehrlich gesagt. Nein, ich fasse es nicht. Hier ist Iridium. So. Und jetzt erstmal raus hier. Jetzt hält sich meine Neugierde in Grenzen. Jetzt will ich aber doch erstmal zurück zur Basis. Vielleicht kann ich dann ja noch was anderes herstellen. Ich glaube es ja gar nicht. Vielleicht irgendwas mit mehr Sauerstoff. So, ich habe eine Heizung, sie erzeugt Wärme. Cool. Und wie erschaffe ich jetzt Himmel? Brauche ich jetzt noch mehr von euch hier? Tja. Wie viel Energie erzeugt der denn hier? Plus 1,2. Wie viel brauche ich denn hier für so einen Bohrer? Minus 0,5. Okay. Was mich nur total misstrauisch macht, dass die Windkraftanlage sich kein bisschen dreht. Das ist ja nicht so, dass man das jetzt... nicht gerade erst aufgefallen ist.
Aber sollte eine Windkraftanlage sich nicht drehen? Oh, ich brauche Sauerstoff. Ja, ich weiß es. So, Wasser. Danke. Ach so, hier, Mikrochip. Interface. Ich habe doch hier einen Mikrochip, den ich untersuchen kann, oder? Entschlüsseln Sie einen Blaupause mit Rucksack. Freischaltung bei 300. Toll. Sonnenkollektor. Ne? Rucksack. Hä? Ich bin irritiert. Ach so, warte mal. Ich konnte doch hier irgendwo auch so ein vegetarisches Ding. Genau. Vegetube. Vegetube. Platziere einen Samen um. Genau, wollen wir mal gucken. Eisen und Eis. Sollte zu finden sein. Okay, anscheinend kann ich Veggie nur hier drinnen aufstellen. Öffnen. Okay. Da werde ich da. Warte mal. Nein. Den Blaupausenbildschirm muss ich gleich nochmal gucken. Aber ich habe hier einen Samen. Nehmen wir mal die Lirma-Samen. Das andere war ja ein Nahrungscontainer, ne? Mal doch mal gucken. So, und jetzt? Weiß ja schön, dass das Ding jetzt Sauerstoff produziert, aber hier drin habe ich doch auch Sauerstoff. Hm. So, jetzt wollen wir erstmal noch mal gucken. Oh, ja. Ich komme immer auf Escape. Ich weiß auch nicht warum. So, bauen wir noch mal hier die Windkraftanlage. Nur Eisen. Das ist ja überschaubar. So, dann wollen wir noch mal experimentieren, was hier jetzt mit der Windkraftanlage passiert. Ob die irgendwo anders besser aufgestellt ist. Also, sie zeigt mir natürlich jetzt hier grün an. Jetzt ist natürlich die Frage. Mal gucken. Ich stelle das einfach mal hier auf und dann gucken wir mal auf. Ob hier irgendetwas passiert. Also es dreht sich nicht, das Teil, ne? Erzeugt Energie, ja. Aber erzeugt die denn auch Energie, indem die sich dreht? Nee. 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 Ach nee, Leute, das gibt's doch nicht. Okay. Okay, okay. Ich gebe zu. Ach, guck mal einer an. So, ich gebe ja zu. Vorhin stand da immer der Warnung, nicht genug Energie. Das habe ich aber nicht darauf bezogen, dass die Windkraftanlagen... Ach, guck mal, die Heizung gibt Wärme ab. Der hier, ach guck mal, jetzt gefällt's. So langsam wird's schön. So langsam gefällt mir das Spiel. Nein, also jetzt mal ernsthaft. So, guck mal, und jetzt steigt auch unser Terraforming-Index. Ja, den. Erste Schritte. Mhm. Den lassen wir eben noch hochtickern und vielleicht ist dann bei 175 auch schon Schluss. Wollen wir mal gucken. Oh, ich habe einen neuen Bauplan erhalten: Sauerstofftank T2. Ja, sehr schön. Das gefällt mir schon wieder gut. So viel zum Thema, ich lasse das mal runtertickern. War wahrscheinlich jetzt hier an irgendeinen Index gebunden. So. Was brauche ich denn hier? T1, klar, habe ich Silizium und Magnesium. Okay. Oh, und ich sehe gerade... Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, mal sehen, kann ich den hier jetzt wieder ablegen? Ja, kann ich. So, Sauerstoff T2. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie viel uns der bringt. Ja, so. T2. Jawohl, Sauerstoff auf 200, das ist doch schon mal gut. Etwas mehr. Expedition, ja, also...
Also das hier, das nehme ich euch immer noch übel, Entwickler. Das, ach ja, ist doch gut. Dass man hier so gar keinen Hinweis darauf kriegt. So, und ich habe übrigens gerade gesehen, mit dem Index 175, wenn ich das hier richtig sehe, sind es 175.000. Das werde ich jetzt hier aber erstmal nicht ausprobieren, auch wenn der Terraforming-Index hier... Ach so! Ach, guck mal, habe ich es nicht vorhin noch gesagt? Wir brauchen einen Kompass. Ich muss einfach nur da unten draufklicken, okay? Ich dachte, das wäre jetzt Aluminium. Lass mich raten, wo ich Aluminium herkriege. Wahrscheinlich oben vom Schiff. Würde ich jetzt mal so sagen. Komm, jetzt hier noch was essen. Kann nichts mehr zu essen dabei? Doch, hier noch. Jo. So, also ich würde mal sagen, die erste Stunde ist rum. Das soll als erster Eindruck mal reichen. Also es hat, ich würde mal sagen, Potenzial. Es gibt im Tutorial hier noch so ein paar kleinere Schwachpunkte. Einfach in dem Sinn, dass man auch mal ruhig ein bisschen mehr an die Hand genommen werden könnte. Siehe zum Beispiel die Iridium-Problematik, Entschuldigung, oder eben mit diesem Hinweis zu wenig Energie. Oh, hallo Rucksack. Okay, das scheint abhängig von dem Terraforming-Index zu sein. Na, also auch mit diesem zu wenig Energie, beziehungsweise, dass ich hier die Äumelchen, dass man vorher gar nicht gesehen hat, dass die jetzt nicht an waren. Na? Das wäre jetzt noch schön gewesen, weil hier steht ja nur Luftdruck so und so, na? Und dann eben Energie, das und das. Das wäre schon schön gewesen, wenn man die dann noch hätte. Wenn man die dann noch hätte. Mhm. Wenn man da noch etwas mehr Informationen zubekommen hätte, dass man eben hier oder da noch eingreifen muss. Das wäre generell schon mal ganz schön. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen, fängt es schon mal gut an. Gefällt mir. Ja, auf den ersten Blick schon mal ganz gut. Nur wie gesagt, ich bin ja eben kein großer Fan von dieser Survival-Problematik, danke für das Wort, dass man eben alle Nase lang aufpassen muss, dass man genug zu essen, zu trinken und so weiter hat. Das wird sich sicherlich später auch noch geben. Wir werden größeren Tank kriegen, wir werden größeren Rucksack, kann ich ja jetzt auch noch bauen. Eisen, Silizium, Titan, tatsächlich, also alles Sachen, die jetzt noch hier sind. Und das wird sich im späteren Gameplay sicherlich alles geben. Aber nun gut. Also, für den ersten Einblick, ich schwafel schon wieder zu viel, für den ersten Eindruck macht es einen ziemlich guten Eindruck. Es sieht einigermaßen schick aus erstmal. Lasst mich doch einfach mal an eurer Meinung dazu teilhaben, was ihr davon haltet, ob ihr das jetzt gut findet oder ob ihr das einfach nur, ich sag mal, so eine Mischung aus Satisfactory und Subnautica haltet. Wobei Satisfactory ist hier jetzt, glaube ich, nicht ganz so gegeben, weil hier ist ja momentan der Survival-Charakter erstmal noch größer, vielleicht, wenn man später noch was irgendwie dazu baut. Ne? Hier haben wir ja noch einen Wohnabteil, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Also, wenn man noch ein bisschen mehr dazu bauen kann, dass es dann vielleicht auch vielleicht noch diesen Fabrikationscharakter kriegt. Man weiß es ja nicht, was man alles hier noch abbauen kann. Man muss ja auch sicherlich mal irgendwas essen, was trinken. Ja, also wie gesagt, schreibt mir, was ihr davon haltet. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es jetzt wieder verdammt gleich, ich werde es glaube ich erstmal noch ein bisschen zusammenschneiden. Das kann ich ja keinem antun. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao, ciao.